Das ist unsere nächste Baustelle. Unsere nächste Baustelle ist ja eigentlich die Anfertigung von Tabak. Dafür roden wir hier mal den Wald ein bisschen. So. Jetzt könnten wir ja quasi hier schon mal anfangen. Eins. Also eigentlich würde ich da oben gerne einen Marktplatz hinbauen. Und zwar so. Da können wir den anderen Marktplatz wirklich abreißen. Und haben da Platz für mehr. So. Das hat kaum Auswirkungen auf unser Einzugsgebiet. Bloß hier unten halt ein bisschen. Die da kommen auch alle noch zum Marktplatz. Euer Volk braucht eine Schule. Ja, das ist ja klar. Das war so klar, ist überhaupt nicht wahr. So. Dann sind wir nochmal hier, Tabakplantage, am Überlegen. Du einmal, 1, 2, 3, 4, 5. Du einmal. Den können wir aber dann auch dahin setzen. Wobei, warte mal. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Dann schieben wir den noch ein weiter hoch. Weil ich ja... 1, 2, 3, 4. Ihr versteht schon wieder, was ich denke, oder? Also ich meine... meine Gedanken sind für euch ja ein offenes Buch, oder? Oder etwa nicht? Oder wie? Oder was? Oder warum und überhaupt? So! Boah, da gibt's viele Rinder. Rinder, ihr wisst, was ich meine. So, wie schaut's denn aus? Stoffe passt noch, Lebensmittel passt noch. Das ist perfekt. Dann bin ich jetzt gerade im Überlegen. Wie gesagt, wir erzeugen uns neue Kosten. Wir binden uns neue Kosten an den Hals. Noch geht es. Da können wir hier... Sekunde, erst einmal. Ich prüfe das einmal dreimal und viermal. So, also hier... So möchte ich es nicht machen. Ach je, ich brauche ja erst Steinmetze. Okay, dann fangen wir halt mit den Steinmetzen an. Dann mache ich da einen hin, da einen hin. Und dann können wir Handwerksbetrieb Steinmetz sagen. Dann würde ich gern mal da anfangen. So. Ich würde aber vorher hier eigentlich einen Weg haben wollen. So, und dann kann ich nämlich hier sagen, du und du kannst weg. Den Weg würde ich eigentlich fast noch einen weiter runterziehen. So. Und dann kann ich jetzt zu dir hier sagen, da war's Steinmetz. Wie viel sind das? 5. 5 ist okay. Dann machen wir wirklich 2. So, und das Wirtshaus könnte ich jetzt nämlich, und die Schule könnte ich jetzt nämlich, da hinsetzen. Was schon mal cool ist. Und dann kann ich die Schule da hinsetzen, was auch cool ist. So, und wie gesagt, wir planen noch hier. Das wäre dann ja 1, 2, 3, 4. Wären 2 weniger.
Oder so. Also von hier 1, 2, 3, 4 und zack. 1, 2, 3, 4. Dann wäre da oben... So, ich bin gerade am Überlegen, wenn ich den einen reinsetze, nö, das bringt mir ja gar nichts. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, ne? Wir machen ja jetzt hier einfach mal so. Also, der war das. Und das war 1, 2, 3, 4. Dann ist das auf jeden Fall so. Und so. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3 und 4. Dann würde ich hier einen Zwischenraum lassen. Dann würde ich 1, 2, 3, 4 sagen. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Zack. So, ich weiß, ich könnte mir 4 Felder sparen. Wie viel Geld ist das eigentlich, so ein Feld? 5. 20 Goldstücke könnte ich mir sparen. So, dann würde ich mal hier die Straße nehmen. Und dann könnte man nämlich hier sagen... Zack und zack. Und dann könnte ich hier oben nämlich die Tabakschmiede hinbauen. Ihr wisst, was ich meine. Die Tabakmanufaktur. Und dann kann man das... so... mit unserem Handelsblatt verbinden. Und das machen wir dann, wenn wir wirklich mal wieder ein bisschen in den positiven Gefilden sind. Weil das momentane Einkaufstour kostet mir doch ein bisschen zu viel Geld. So. Bam. Okay. Also das läuft so vor sich hin. Sieht alles ganz gut aus soweit. Wir lassen das sich ein bisschen nach oben pepeln. Ich könnte jetzt natürlich... noch ein paar Pioniere. Mir zulegen. Zack und zack. So, einfach in der Hoffnung, dass uns das ein bisschen mehr Steuern bringt, weil wie gesagt, die brauchen wir ja. Das kann aber halt auch dann recht schnell kippen. Wie immer. Vor allem, wenn wir dann auch endlich mal ein... So, aber da kann ich noch einen hin. Der kommt dann später wieder weg. Da würde ja die Feuerwehr dann hinkommen. So. Da. So, dann können wir hier mal vielleicht ein paar Steine hinhauen. Und hier auch. Und da auch. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal darum, seine Bilanz aufzupäpeln. Wunderbar. Und dann können wir hier hinten vielleicht auch noch ein bisschen... Beförderung Oh, da habe ich jetzt sogar alle Steine verbraucht. So, die Stoffe sind noch maximal, die Nahrungsmittel sind noch maximal. Das heißt, noch ist alles gut. Noch ist alles gut, noch sind wir ausgeglichen.
noch ist alles Feinchen. So, und dann können wir hier sagen, wir verkaufen mal bis zu einem Bestand von 50. Das ist okay. Das heißt, unter 50 darf es nicht kommen. Lebensmittel auch bis zu einem Bestand von 50. 50 habe ich gesagt. Und Holz können wir theoretisch auch verkaufen bis zu einem Bestand von 50. Und Stein natürlich auch. So, da, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da so ohne weiteres schnell mal hinkommen, aber da geht es halt drum, dass wir auch ein bisschen Überschuss abgeben an die Bedürftigen da draußen. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Gut, dann würde ich... Ja, das hier sind aber 5. Ah, das passt sogar. So, dass die Handwerksbetriebe am schnellsten erschlossen werden, ist das Wichtigste. Also eigentlich war das hier hinten jetzt total Banane. Eigentlich hätte ich hier die Erschließung machen sollen. Aber sei es drum, das hier ist so ein Bonze, der wohnt halt in seinem abgelegenen Haus. Da. Sehr schön. So, wir schauen nochmal. Passt, passt. Passt und passt. Mehr ist nicht wirklich wichtig. Das Wichtige ist, dass wir nicht zu viele Werkzeuge kaufen. Wie gesagt, wir wollen uns halt nicht übernehmen. Wir erhalten jetzt 172 von so und so vielen. Können wir dann theoretisch wirklich jetzt... Also, die kostet dann 35. 70. Und die Tabakwaren kosten 20. 70, 90. Also 90 habe ich aber noch nicht. Und wie gesagt, also damit bekomme ich ja jetzt erstmal nur meine... Naja, das bringt mir nichts. Nee, nee, nee. Wie gesagt, wir versuchen da erstmal ein bisschen Kapital aufzubauen. So, unser Kapital wächst ganz langsam und gemütlich. Gemütlich und ganz langsam. So, wie schaut es denn eigentlich jetzt hier aus? Betriebskosten 100. Bin halt am überlegen, ob ich mal mein Schiff reparieren können sollte, wollte, müsste, dürfte. Und wo ich das vor allem dann hinpflanze. Weil das ja jetzt auch irgendwie überall eigentlich keinen Platz hat. Hier. Da wollte ich ja vorher irgendwas hinpflanzen, aber da müsste ich gar nichts hinpflanzen wollen. Oder lieber doch da oben. Das wäre auch nicht schlecht. Weil da hinten wird ja quasi mein Industriegedönse. Man kann da ruhig einen Hafen hin. Also kein Hafen in dem Sinne, sondern eine Werft. Aber wie gesagt, also ich meine, die macht jetzt 100 Betriebskosten. Das kann ich mir ja noch viel weniger leisten als die 90, die ich mir jetzt übrigens fast leisten kann. Also. Weil der halt noch nicht migriert ist. Aber dann habe ich halt wieder danach keine Sprünge mehr. Also kann ich danach keine Sprünge. Ah, doch, ja, dann kann ich ja die Steuern erhöhen.
Wenn die Tabakwaren da sind, kann ich die Steuern erhöhen. Dann deckt sich das wieder. Ich glaube, ich lasse jetzt lieber erstmal so ein bisschen rumkasteln. So geben die mir 90 pro Zyklus. Und ansonsten geben die mir vielleicht 20 pro Zyklus. Das ist ja auch nicht das Wahre. Ich weiß, ich will das noch weiterentwickeln, aber jetzt ja erstmal nicht. Jetzt will ich ja erstmal Kapital aufbauen ein bisschen. Und zwar ganz wenig. Wie gesagt, wir machen es wie immer. Wir spielen das alles ganz gemütlich und entspannt und gechillt durch. Weil das ja jetzt im Endeffekt genau das ist, was wir brauchen. Cheerio, Mido. So, das heißt, wir können jetzt hier vielleicht noch ein paar Dinge erschließen. Zum Beispiel hier. Das würde mir reichen. Dann würde ich gern hier die Verbindung vervollständigen. Ja, und da kann eigentlich auch jemand hin noch. So, zack. Wir schauen es uns mal an. Das ist gut. Dann kann ich nämlich da eigentlich sagen, tschüss. War halt ein bisschen Verschwendung jetzt, aber okay. Den wollte ich. Genau. So, wunderbar. Die würde ich noch ein bisschen verlängern wollen, die Straße. Bis hier. Warum auch immer. Einfach Gusto. So. Das heißt, wir haben an der Stelle jetzt eigentlich... einen hinreichend stabilen Zustand. Um jetzt einfach mal sagen zu können, ist gut, Jungs. Verdient mal ein bisschen Kohle. Für mich. Die Einkäufe, die gehen jetzt zurück. Ich meine, wir werden noch mal eine Tonne Kohle kaufen für 100 irgendwas. Aber dann ist auch erstmal Ruhe im Karton. Wir könnten an der Stelle dann theoretisch schon eine Erzmine bauen, die halt 60 kosten würde. Und eine Erzschmelze, die dann nochmal 25 kosten würde. Und nochmal 25, das heißt, es wären 110. 110 für eigenes Werkzeug. Passt nicht. Zumindest nicht so richtig. So. Und auf der Seite bin ich gerade am Überlegen. Könnten wir eigentlich Zuckerrohr machen? Also hier. Aber der Punkt ist halt der, wenn ich mit einer Zuckerrohrplantage anfange, dann muss ich eigentlich auch wieder zwei haben. Könnte man ja theoretisch so machen. Könnte man da eine Zuckerrohrplantage hinsetzen. Könnte man die später vielleicht sogar noch ausweiten. Ja. Fast zumindest. Was ich halt ganz gerne haben würde, wäre da oben die Weintrauben. Was gibt's hier? Tabak. Und Eisenerz. Und hier gibt's Zuckerrohr. Und hier gibt's Tabak und Zuckerrohr. Und hier gibt's Weintrauben. Könnt mal wirklich Weintrauben hinbauen.